Die Weltordnung ist untergegangen, doch der Handel muss natürlich weitergehen. Aber womit handelt man in State of Decay 2? Was die Währung ist und wie man sie bekommt, erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin der Dirk und ihr seid bei Nerdstar. In State of Decay ist der Einfluss die einzige Währung im Spiel. Ihr könnt euch damit sowohl Gegenstände kaufen, als auch Außenposten errichten und Aufgaben an Gruppenmitglieder verteilen. Da ihr Einfluss nicht in irgendwelchen Kisten findet, müsst ihr euch diesen erarbeiten. Regelmäßige Tätigkeiten wie das Töten von Kreischern oder das Einlagern der Packsäcke bringt euch lediglich 5 Einfluss. Ein Außenposten kostet in der Regel allerdings mehrere 100 Einheiten Einfluss. Wenn ihr mehr Einfluss generieren möchtet, solltet ihr auf die Funksprüche der anderen Überlebenden achten und ihnen helfen. Einerseits erhaltet ihr mehr Währung und andererseits habt ihr die Möglichkeit, dass die Person sich eurem Lager anschließt. Auf euren Streifzügen durch die zombieverseuchte Welt findet ihr verschiedene Luxusgüter, die ihr nicht braucht, aber gut verkaufen könnt. Achtet auf hochwertige Items und verkauft diese an wandelnde Händler oder Überlebende. Manche Händler besitzen seltene Gegenstände wie zum Beispiel Sturmgewehre oder Granaten, die schwieriger im Spiel zu finden sind. Ich hab's ja immer gesagt, besser viel Einfluss als zu viel Ausfluss. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich hoffe, euch hat's ein kleines bisschen Spaß gemacht hier im Video oder weitergeholfen. Wenn ihr noch mehr zu State of Decay 2 hören möchtet, dann findet ihr das alles hier auf diesem Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und tschüss.